Heise und Konnichiwa, hier ist wieder euer Kerne zurück mit einem weiteren Pokémon-Kampf mit dabei. Ja, Nintendo Special XD mit Abdurrika. Und wir haben hier Dodo und wer war das nochmal? Ja, wir haben Dodo und wer war das nochmal? Ein neues Mitglied in unserer Community. Nein, wie hieß er noch? Egal, wir haben auf unserer Seite einen Dresseller namens Kurflower und einen Fiaro. Das Sobiris ist wieder da und wer war Ramanero? War das Enddragon? Ganz ehrlich, ich hab's vergessen. Jedenfalls klatscht mein Fiaro gleich mal das Wingull vom Himmel. Und zwar, ja, es hat Orkanschwingen. Aber das hat hier, glaube ich, wenig ausgemacht. Ja, und da kam ein erster Fail. Magiespiegel. Ja, ich hab's total verdrängt, dass Mega Zubiris diese Fähigkeit hatte, sonst hätte ich Keanu warnen können. Da kommt auch gleich mal die Gedankengrute, womit das Generve schon noch gleich wieder losgeht. Mhm. Und wer fragt, woher der Name Cure Flower kommt, das kommt aus dem Anime Pretty Cure. So. Ein Schwalbe aus Venturios. Und ich hab mir gedacht, nee, das bringt dich Zaruvis lieber zurück. Und hol meinen Flammenwerfer raus. Ja, und die Tatsache, dass Keanu seinen Dresseller zurückgerufen hat, das hat noch eine lustige Situation. Oder zu später. Mhm. Jedenfalls gleich mal fast den anderen Vogel weggeklatscht. Ja, der Vogel ist nicht gut zu vögeln, wa? Ja. Auf jeden Fall kam da ein Angriff von Schwalboss auf mein Flamethrower, was kaum Schaden gemacht hat. Und ein weiterer Gedankengut. Und ja, jetzt fängt es schon an zu nerven wie nichts Gutes. Mhm. Nee, naja. Ein Ruheort, damit sich Fiaro nochmal richtig ausheilen kann. Und ein weiterer Flügelschlag. Also ich hasse wirklich diesen lilanen Giftzwerg, Leute, damit ihr das schon mal wisst. Seit diesem Kampf ja, denn ja. Der Flammensturm hat nicht wirklich viel bei ihm ausgerechnet. Ausgerichtet. Es hat nicht ausgerechnet. Angerichtet. Es hat voll nichts ausgerechnet, ey. 1 plus 1 gleich 5. Boah, bist du blind. Auf jeden Fall, Fiaro ist schon mal weg und hier kommt das Milotic. Und ja, erklär einfach du mal, was in den nächsten Runden hier passiert, Merkwürdiges. Ja, mein Milotic ist zum Glück sehr bulky und daher habe ich gehofft, dass es zu Bier ein bisschen standhalten kann. Und Keanu klatscht hier gleich mal das Jungblut mit der Psychokinese weg, beziehungsweise sein Magbrand klatscht es weg. Mhm. So. Da kommt der Siedewasser, mit der Hoffnung, dass der Zusatzeffekt eintreten wird, denn die spezielle Fähigkeit von Mega Zubiris hat da keine Auswirkung drauf. Zusatzeffekte von Offensivangriffen, die kommen immer durch. Ja. Na gut, die nächsten Runden, was hier alles so passiert, das kannst du erklären. Auf jeden Fall war ein Gegner bereits weg. Ja, das war der Enddragon, jetzt erinnere ich mich. Ah, der arme Enddragon. Ja, dann kommt der Zusatzeffekt, Verbrennung. Und das war so eine Situation, wo wir wirklich Glück hatten, dass das passiert. Und was nicht so glücklich war, war die Tatsache, dass diese Zubiris Leitteiler drauf hat. Denn immer wenn ich mich, wenn mein Milotic sich mit Genesung hochheilen will, meint diese Zubiris, nö, ich klaue mir auch noch ein bisschen was. Ich guck grad nach, ob es wirklich Enddragon war. Habe ich sie irgendwo noch stehen? Red du mal weiter so lang. Nein. Jedenfalls kommt wieder ein neuer Spukball und klatscht den Flammenwerfer weg. Tschüss, Flammenwerfer. Es war nett mit dir. Ja, das war definitiv Enddragon. So, jetzt haben wir es. Na gut, da kannst du ja weiterreden. Mein Magbrand ist jetzt down. Down, down, down. Und da kommt Ryo. Wieso heißt er Ryo? Ganz einfach. Ryo, also der echte Ryo, hat mir geholfen, das Item Nassbrocken zu bekommen. Damit meine Regentanz ein paar Runden länger hält. Und als Dank habe ich es halt so genannt. Ja, noch vorteilhaft der Regentanz, denn dadurch wird dann mein Siedewasser nochmal ein bisschen stärker. Mhm. Leitteiler, Genesung, Leitteiler, Genesung. Ab und zu mal von mir ein bisschen was. Das geht jetzt. Beteiligt sich auch? Das geht jetzt ein paar Runden so. Ja, dieses Zubiris ist ein richtiger Schmarotzer. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht die Attacke. Für das Klavian ja so berühmt ist. Mm. Ein weiterer Spukball. Ah, dein Yugong, also dein Ryu, ist ja auch ein bisschen bulky, oder? Ja, ein bisschen schon. Das hat gerade mal ein Viertel gemacht, der Spukball. Ja, und da kommt der verstärkte Siedewasser, der nicht wirklich sehr viel verstärkt wurde. Wow. Eises Odem.
Was zum Glück, was heißt zum Glück? Es ist immer eine Volltrefferattacke. Aber es hat zum Glück gereicht. Ich habe nämlich erwartet, dass es vielleicht mit einem KP noch überlebt. Ja, der magische eine KP, den hatten wir ja schon öfters in diesem Projekt. Und da haben wir ein Frostdidje. Wo ich mir auch wieder dachte, ach nö. Allerdings sind wir ein bisschen fies. Kommt Fußstrahl und was kommt als nächstes? Ja, was passt noch gut zu Konfustrahl? Eine nette Vergiftung. Full Vergiftung. Ja, wir haben uns gedacht, wir sind einfach mal scheiße zu unserem Gegner. Nehmen ihn da die letzte Hoffnung. Da haben die Leute im Chat, also wir haben das in einem Livestream aufgenommen, da haben die Leute auch geschrieben, Alter, ihr seid so fies, aber hey, was erwartet ihr von uns? Der nächste Kampf fand übrigens auch in einem Livestream statt. Auf jeden Fall ein weiteres Donnerblitz und das war's mit dem Milotic. Ja, hat viel ausgehalten, aber es hat seinen Job auf jeden Fall gut gemacht. Ein weiteres Eises-Odem und ich glaube, hier warst du auch mittlerweile weg, oder? War Milotic mein letztes Pokémon? Ja, doch, ich glaube... Nein, du hattest doch Quatsch, Polyporba. Polyporba, ja genau. Stimmt. Konnte ich das vergessen? Das war natürlich eine blöde Situation. Mein letztes Pokémon, ein Pflanzen-Pokémon und vor uns stand noch ein Eis-Pokémon. Ja. Polyporba setzt Schwertanz ein. Ja, das zum Glück verwirrt war, das Frostidio. Was mir eine Chance gegeben hat, doch noch den Schwertanz rauszuhauen, weil Frostidio ist ein bisschen schneller als mein Polyporba. So, und hier kommt das Fiese. Erstmal werden die KP erhöht, dann Hydration und schwupps. Kann es wieder erkämpfen, als ob nichts gewesen wäre. Quasi genau das gleiche wie mein Lapras, weil es funktioniert in etwa genauso. Jedenfalls kommt dann der Abgangsbund, wo ich mir dachte, scheiße. Ja. Jetzt reißt das Frostidium mein Polyporba mit in den Tod. Tja, somit war ein Smash raus aus dem Rennen. Und der Gegner hatte... Dodo hatte noch ein Pokémon übrig. Yep. Und meine Attacke geht natürlich daneben, ist ja klar. Und hier kommt ein Knogger. Yeah. Da denken wir uns, shit, was nun? Ich dachte mir eigentlich nicht shit, weil du warst ja typmäßig im Vorteil. Ja, aber... Ich war nur gespannt, was dieses Knogger eventuell drauf hat. Zum Beispiel Knochenmarang, was mich sehr schockiert hatte. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, noch zu überleben, aber viel hat es nicht mehr gebracht, weil Regen ist jetzt auch weg. Da dachte ich, ich habe gesagt, komm, heil dich dann wegen Erholung und Regen, kommst du ja sofort wieder auf die Beine, aber genau in dem Moment musste der Regen aufhören und ich dachte mir, scheiße, jetzt haben wir verloren. Aber ich hatte eine Sache total verdrängt. Ja, zack, erstmal Jugend weg, Endsmash war schon voll in Panik, oh nein, und dann, wir haben doch noch Drosella. Also genau, Kioflower. Ich hatte total vergessen, dass Keanu zu Anfang des Kampfes sein Drosella ausgewechselt hatte. Gut, dass ich das getan habe, ne? So, jetzt noch ein Gigasauger, was eigentlich nur noch Formsache ist. Und tschüss, Knogger alias Tellus. Hat sehr gut gekämpft mit dem Knochenmarang, dem Volltreffer. Das war ziemlich gut. Mhm. Der Chat ist auf jeden Fall ausgerastet, ey. Das war schön. Ausgerastet im Sinne von, geil, das war ein super Kampf, oder, oh Mann, die zwei sind solche Arschlöcher, die machen uns immer fertig. Beides. Okay. Beides. Nun gut. Dann würde ich erstmal sagen, das war euer Keanu und Enzme. Ja, schön, dass du dich, dass du für mich sprichst. Mhm. Ist ja nicht so, dass ich das selbst machen könnte. Ja, euer Endsmash, der war auch dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.